Bevor ich mit dem Traktor jetzt zum Wald fahre, muss ich leider zum TÜV, wie mit dem Auto auch alle 2 Jahre. Und jetzt mal schauen, ob er anspringt. Aber mein Güldner G30 S, S wie Siegfried, Schnellgang, ist immer zuverlässig. Drückt mir die Daumen. Seht ihr da oben in dem Baum diese Kugel? Ja, das ist ein Nest einer Elster. Die brüten da jedes Jahr. Die Elstern sind ganz schön aufdringlich. Ich habe sie mal gesehen, wie sie einen Jungvogel gefressen haben. Also schrecklich. Aber so ist die Natur. Ich lade hier noch mein Fahrrad auf den Frontlader auf. Zurre es gut fest und los geht's. Ab damit zum TÜV über die Straßen. Ja, ohne TÜV ist okay. Wenn ich auf dem direkten Weg bin zum TÜV, dann darf ich hier auch mit meinem Gefährt ohne TÜV fahren. Schließlich muss ich ja irgendwie TÜV machen lassen. Ja, einmal am Tag fährt hier ungefähr eine Bahn. Ich habe sie mal wieder erwischt. Unbeschrankter Bahnübergang außerdem. Hier bin ich schon bei meiner Werkstatt, Firma Happach. Bin ich sehr zufrieden. Ich muss den Traktor einfach nur hinstellen. Die kümmern sich um den Rest. Dann geht es wieder nach Hause über Feldwege. Ach, es ist schon schön bei uns. Hier oben ist es alles sehr flach. Bei uns da weiter unten doch etwas hügeliger. Ich bin ja da weiter unten am Lech. Der Lech ist außerdem unser Fluss. Viele denken immer, wenn ich mal beim Angeln bin, das sei ein Bach oder ein See. Nein, das ist ein Fluss. Psst. Wisst ihr, worüber ich mich total freuen würde? Daumen rauf. Aber psst. Hier musste ich nochmal umdrehen, denn, ja, schaut euch das Schild an, Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, die informieren mit dem Schild über die Baumarten und die Auswirkungen auf die Bodenqualität. Fand ich richtig interessant. Und daneben noch ein schöner Marterpfahl. Weiter geht's nach Hause, über die Bundesstraße. Und schon bin ich wieder da. Hallo? Ah, hallo. Ah, okay. Verstehe. Schade. Gut, dann warte ich. Ja, tschüss. Ja, leider muss bei meinem Traktor ein bisschen was repariert werden. Ich muss warten. So eine Woche später, mein Traktor hat zum Glück TÜV bekommen, gerade den Anruf erhalten. Kann ich abholen? Das ist jetzt der Fall. Also schwinge ich mich wieder auf mein herrenloses Damenfahrrad und fahre los zum TÜV, meinen Traktor holen, hier an der Bundesstraße entlang, drüber und ab auf die Feldwege. Ach, da ist schon schön. Schon bin ich da, gehe rein, bezahle meine Rechnung gleich und weiter geht's zum Traktor. Da lade ich mein Fahrrad wieder auf den Frontlader. Ja, und da hätte ich ein bisschen besser aufpassen sollen, denn hier ist es passiert. Und was passiert ist, werdet ihr gleich sehen. Oh, ob ich da wohl durchpasse? Ja, klappt wunderbar. Jetzt habe ich meinen Schlüssel verloren vom Fahrrad. Jetzt hatte ich doch glatt meinen Schlüssel verloren. Und zwar hatte ich vorne im Korb drin liegen, den hier. Und der ist natürlich beim Rütteln mit dem Traktor irgendwann rausgefallen. Zum Glück gleich hier im Hof von der Werkstatt. Und wiedergefunden. Was ein Glück, sonst hätte ich jetzt die ganze Straße absuchen können. TÜV habe ich neu gekriegt, wunderbar. Nächster HU, 24. März. Wie beim Auto alle 2 Jahre. So, Happach, Händler für New Holland, kennt ihr vielleicht. Die Landwirte unter euch, ganz klar, ist eine große Marke geworden.
Wie hießen die früher? Weiß das einer von euch? Schreibt es mal in die Kommentare. Ist das irgendein Nachfolger von einem Hersteller oder kamen die neu auf den Markt? So, was haben sie gemacht? Mängel repariert, Bremsen eingestellt, Lichtscheibe vorne. Lichtscheibe? Was ist eine Lichtscheibe? Lichtschwert kenne ich. So, einmal suchen. Lichtscheibe Traktor. Okay. Arbeit Azubi, Arbeitszeit Monteur, Lampenglas Rückleuchte erneuert, ja, 45 Euro. Streuscheibe vorne 40 Euro. Rostlöser, Spannfeder, TÜV-Gebühr, klar. Und Nachprüfung auch nochmal. Ja, das kommt, da kommt schon was zusammen. Aber es geht, ich habe Glück gehabt, 300 Euro insgesamt geht noch. Jetzt kann ich wieder rumfahren, 2 Jahre. Ist ja auch wichtig. TÜV ist schon eine gute Sache bei uns in Deutschland. Muss ich diesen Zettel dann zu meiner Hauptuntersuchung eigentlich im Fahrzeug lassen? Ich meine, wo lege ich den hin im Traktor? Ich weiß es nicht. Oder reicht der Fahrzeugschein und da der Eintrag? Wisst ihr es? Ich lege es mal in meine Werkzeugkiste. Sicher ist sicher. Auf in den Wald. Mein Traktor, der steht in der Garage, ja, das Auto steht meistens draußen. Und hier muss ich erstmal die Schaufel gegen die Gabel tauschen. Die seht ihr gleich. Diese Gabel ist einfach viel praktischer im Wald. Hier im Schatten kann man sie jetzt erkennen. Eine Gabel vorne dran. Damit kann ich Baumstämme gut heben und so, das geht mit der Schaufel nicht. Sind wir gleich im Wald, hier. Jetzt laufe ich mal ein bisschen rum und schaue mir das erstmal an. Alles okay dort. Und was für ein Verkehr. Wahnsinn. Angekommen im Wald. Das ist er hier. Buche, Birke, Buche, noch eine Buche. Sehr verzweigt, weil sie Platz hat. Hier habe ich ein paar Tannen hingepflanzt da hinten. Da gehen wir gleich mal hin. Küstentannen. Und dazu zum Schutz einen Zaun hingemacht. Der muss jetzt langsam mal weg. Denn der hat seine Schuldigkeit getan. Das ist einfach ein Schutz gegen Wildverbiss. Da sieht man so überall die Tännchen, die ich hier hingepflanzt habe. Da, die sind ganz schön gekommen, auch wenn sie alles andere als schön wachsen. Ein Problem haben wir hier mit wilden Brombeeren. Da wächst alles voll. Wenn man hier im Sommer ist, ist das 1 Meter hoch und kein Durchkommen mehr mit zu Fuß. Schade, ja, die meisten wachsen nicht so toll, aber die kommen schon. Die ist dafür wieder sehr schön. Da. Also es sind einige gekommen. Dass es hier wieder ein bisschen dicht wird und sobald die gewachsen sind, und hier ein bisschen schattig ist, haben die Brombeeren wieder keine Chance. Wie das aussieht, schauen wir uns gleich mal an. Nämlich sobald mal unter große Fichten oder Tannen geht. Ich habe hier natürlich Fichten im Wald. Sieht es nämlich so aus. Da, wo kein Licht mehr hinkommt, da wachsen Moose, Farne. Aber Brombeeren haben keine Chance. Hier ein Farn. Und hier ging überall der Zaun entlang. Den werde ich rausziehen. Das ist meine nächste Aufgabe. Und jetzt werfen wir noch einen Blick in den Wald. In dem Wald hier habe ich außerdem auch immer meine Bienen. Wenn ich sie nicht im Garten halten kann, also wenn ich sie einfach wegstellen muss für eine Weile, dann packe ich sie hier hoch in den Wald und nach ein paar Wochen kommen sie wieder runter in den Garten. Auch wieder schön zu sehen, hier eine Lichtung. Hier wächst alles voll mit Brombeeren. Hier hat nichts anderes eine Chance hochzukommen. Dort, wo Bäume wachsen, wie hier zum Beispiel, gehen wir mal ein Stück rein, da ist außer Moosen und Farnen nichts. Diese Brombeeren, die sind schon höllisch stachlig. Also, es ist nichts im Vergleich zu diesen stacheligen Brombeeren aus dem Garten, die man kennt. Die hier sind noch mal schlimmer. Ihr seht, ich habe jede Menge Birken hier drin. Es ist ein schöner Baum, mir gefällt er sehr gut. Das hier sind alles Fichten, die hier stehen.
Aber dazwischen sind überall auch Buchen. Wie das Exemplar hier zum Beispiel. Schön erkennbar an dieser grauen Farbe. Bisschen verzweigt, also zum Aufsägen ist es nichts, aber das sind in der Regel Brennholzbäume. Wenn der Wald so aussieht wie hier, das sind auch Fichten, die stehen unglaublich dicht, die müssen raus. Das sind dünne Stangen, kann man Zaunpfähle zum Beispiel draus machen, damit andere wieder Platz haben und sich hochschieben können. Mit dem Traktor, also mit dem Frontlader und der Gabel, da ziehe ich den Zaun so ein bisschen raus aus dem Gestrüpp, denn er ist mitunter ganz schön durchwachsen, gerade von diesen Brombeeren. Ah, da ist der Frontlader wirklich Gold wert. Lockern und dann einfach wegziehen. Ich lagere ihn mal da unten. Da hole ich ihn dann später mit dem Anhänger ab. Aber erst mal da unten hinpacken. Den Zaun, den schneide ich in so 10 bis 20 Meter lange Stücke und kann ihn dann wegziehen. Auch hier einfach hinten angehängt und weg damit, nach unten gelagert. Jetzt geht's schon wieder nach Hause. Zwei Teilstücke habe ich weggekriegt. Der Rest kommt später. Da komme ich mit dem Anhänger und hole mir die Stücke, dann lege sie drauf. Und dann kommen sie in die Alteisenbahn, denn den Zaun kriege ich nicht mehr schön, nicht mehr gerade. Dann geht's wieder nach Hause. Wichtig, Mütze auf, denn es ist noch kalt. Und ganz wichtig, Hörschutz auf, denn die Dinger sind ganz schön laut, die Traktoren. Und vor allem bei dem hohen Tempo, ja, gefühlte 120 Stundenkilometer durch den Wald. Nee, aber mein Traktor ist ja ein Güldner G30 S, S für Schnellgang und der fährt schon so 37 Stundenkilometer, also ist gar nicht so langsam im Vergleich zu anderen. Hier links sieht man außerdem den Fluss Lech, in dem ich ja immer angeln gehe. Wenn ich mal erfolgreich bin, ja, ein Video wird folgen. Und dann geht's noch durch das Dorf, in dem ich früher mal gewohnt habe. Da halte ich mal eben an und frag mal die Moni, ob ich den Garten vielleicht mal zeigen darf, mal filmen darf, dass ihr mal seht, was ich da früher so angelegt habe und damit ich euch auch erklären kann, warum ich umgezogen bin. Sie hat ja gesagt, also ich werde demnächst mal mit der Kamera hingehen und filmen. Was ich auch immer machen muss, morgens die Pflänzchen raus, die vorgezogenen, abends wieder rein. Also je nach Witterung, bei Kälte oder wenn Frost droht natürlich nicht. Aber sobald so 12 bis 15 Grad ist, kommen sie immer raus, damit sie auch ein bisschen abhärten und sich vor allem an die Sonne gewöhnen können. Und vergesst nicht, eure Kartoffeln vorzutreiben. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, sie in die Helligkeit zu legen. Dann kommen solche Triebe hier raus, kurz und fest. Die haben dann einen wahnsinnigen Zeitvorsprung, wenn ihr sie dann so Mitte, Ende April in die Erde packt. Dann kommen die deutlich schneller. Hell und kühl lagern. Und nochmal geht's los in den Wald. Diesmal aber mit Anhänger hinten dran. Ich will ja den Zaun mitnehmen. Die Kamera, die klemme ich mal um an den Anhänger hinten dran. Schöne Perspektive, aber mein Kameraarm, ja, den rüttelt es einfach runter während der Fahrt. Also wieder aufstellen. Ja, und wieder runtergerüttelt. Keine Chance. Mal auf die andere Seite. Und zack, wieder. Naja gut, jetzt bin ich aber schon da. Der Zaun, der kommt in den Anhänger rein. Den trete ich auch schön platt, damit möglichst viel reinpasst. Und hier das andere Stück. Mann, da sind so viele von diesen Brombeeren reingewachsen. Die muss ich erstmal alle ein bisschen rausschneiden. Das ist eine Mordsarbeit, vor allem wenn man die falschen Handschuhe dabei hat. Das sind so, ja, so Kunststoffhandschuhe. Zum Arbeiten recht gut. Aber die Dornen, die drückt es einfach durch. Dicke Lederhandschuhe, das wäre die richtige Wahl gewesen. Weiter geht's zur Station Nummer 2. Ja, manchen von euch wird es schon aufgefallen sein, am Traktor hinten habe ich was dran. Das ist meine Seilwinde, mit der ziehe ich jetzt den Rest vom Zaun raus. Ja.
Und dann ziehe ich wieder den Zaun rein, ab in den Anhänger damit. Und auch wieder platt trampeln, damit ein bisschen was reinpasst. Anschließend mit dem Seil wieder rein in den Wald. Hut ab vor allen Waldarbeitern. Ah, Knochenarbeit. Und überall diese Brombeeren. Die stechen durch jeden Handschuh durch. Das letzte Stück Zaun kommt auf den Anhänger. Ja, es ist ein widerspenstiges Zeug, aber es hat dann doch geklappt. Stütze runter und dann wieder platt trampeln. Stütze wieder rauf, Traktor hinten dran, ankuppeln, Rad drauf. Ja, und Sicherheit geht vor. Ladungssicherung, obwohl ich es gut runtergetrampelt habe. Los geht's. Ja, und leider, hier musste ich irgendwo das Teil verloren haben. Seht ihr gleich, um was es geht. Schauen wir noch zu den Hühnern, wie es denen geht. Oho. Ente, warum bist du draußen? Okay. Kein gutes Zeichen. Ach nee. Was ist denn hier schon wieder los? Ich mach mal aus. Keine schöne Nachricht. Ach Mann, so traurig. Ich hatte ja Nachwuchs von den Enten. Es hat keine überlebt. 10 Stück waren es. Sie hat auf 10 Eiern gesessen. 10 sind ausgebrütet worden. Sie waren so goldig, so lieb. Ich habe jeden Tag geschaut, war alles gut. Jetzt gehe ich in den Stall und was liegt drin? 10 tote Küken. Ihnen hat nichts gefehlt, rein äußerlich. Ich weiß es nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass die Ente, es war ihre erste Brut, dass sie überfordert war und es aufgegeben hat. Und damit die Küken unterkühlt sind und damit gestorben. Ja, ich weiß es nicht. Da sind sie. Der Weiße ist der Erpel. Die Braune ist die Entenmutter. Ich habe noch kurz mit dem Basti telefoniert von Haus und Hof. Die haben auch viele Hühner und Enten und machen viel Naturbrut, kennen sich gut aus. Basti meinte, es kann passieren. Es kommt vor. Ihr. Echt schade. Bin echt traurig. Es waren so süße Küken. Schade, 10 Stück. Basti meinte auch, normalerweise klappt es sehr gut. Die Ente zusammen mit den Hühnern und den Puten sei normalerweise kein Problem. Auch wenn eine Glucke, eine Henne Küken hat, kann man wunderbar mit den anderen laufen lassen. Die Glucke oder hier die Entenmama, die passt schon auf die Kleinen auf. Die kann sich ganz schön wehren. Irgendeine Bedingung hat wohl nicht gepasst. Schade. Ich schätze, sie wird jetzt noch mal anfangen, das Eierlegen.
und es dann nochmal starten. Ach, Mann. Ja, ihr. Ja, es tut mir sehr leid, dass das Video mit so einer traurigen Nachricht endet. Es geht einem doch immer sehr ans Herz, aber es gehört irgendwie auch dazu, solche Fehlschläge. Trotzdem immer sehr schade. Aber dafür geht es meinen Kleinen hier gut. Gell, ihr? Alles gut. Put, 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 put. Jo. Ihr Wutzkilis, hä? Bleibt ihr wenigstens gesund, ja? Jetzt muss ich doch glatt noch mal in den Wald fahren. Ich hätte fast meine Mütze hier verloren. Zum Glück wiedergefunden, ja. Ich weiß, sie sieht ein bisschen deppert aus, aber sie hält super warm und für einen Traktor ideal. Außerdem kommt sie von meiner Frau, hat meine Frau gestrickt. Ich liebe diese Mütze. Lieber Matteo, vielen Dank für ein bisschen Vogelfutter und du hast mir so ein Namensschild hier selber gebastelt, selber gefräst, selber gesägt. Klasse, vielen Dank, Matteo. Vielen Dank an Sonja, ein bisschen Katzenfutter hast du mir zugeschickt für die liebe Luzi. Und dann möchte ich noch Danke sagen an David Brink. Ich darf deinen kompletten Namen vorlesen, hast du geschrieben. Du bist 19 Jahre alt und willst für ein Jahr mit dem Fahrrad auf Weltreise gehen. Ich drücke dir beide Daumen. Du hast deine Werkstatt ein bisschen aufgeräumt und mir was zugeschickt, was du nicht mehr brauchst. Angefangen von Holzleim, Doppel-T-Träger, ein paar Nüsse, Draht, ein Stück Holz und so weiter. Tausend Dank. Jetzt sage ich wirklich Tschüss. Ahoi, euer Selbstversorger Rigotti. Sonntag ist Rigotti-Tag. Nicht vergessen.